Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, wir reden jetzt hier einfach mal mit dem guten Jonas. Hallo, hallo nochmal. Wunderschönen Tag. Wunderschöner Tag, nicht wahr? Gestern war es etwas dramatischer als heute, findest du nicht? Ich habe mein Fischerboot verloren, bin fast ertrunken und dann beinahe erfroren. Eine ganze Menge, würde ich sagen. Aber ich beklage mich nicht. Wir sind ja schließlich alle jetzt hier und uns geht es gut. Und wir haben sogar einen neuen Freund an Bord. Ich meine natürlich dich, Laura. Vielen, vielen Dank für alles, was du getan hast. Im Nachhinein denke ich, dass es letztlich doch eine gute Idee war. Naja, mein Fischerboot? Ah nein, es liegt auf dem Grund des Meeres und rottet umgeben von Karpfen und Seetang vor sich hin. Ich hatte das Angeln allerdings auch irgendwie satt und vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich etwas Neues versuchen sollte. Man kann nicht sein ganzes Leben lang jeden Tag ein und dasselbe machen, oder? Vielleicht kommen ja bald ein paar mehr Besucher nach Südhof, glaubst du nicht? Ich habe daran gedacht, eventuell einen Laden zu öffnen, damit die Besucher grundlegende Dinge kaufen können. Das würde sicherlich klappen, oder nicht? Oh, vielleicht? Du findest, dass ein Laden eine gute Idee wäre? Tolle Neuigkeit. Ich nehme an, dass es ab jetzt an der Zeit wäre, das Angeln hinter sich zu lassen und die Segel in neue Richtung für eine Karriere als Geschäftsmann zu setzen. Glaubst du, dass du mir dabei Starthilfe geben könntest? Sigrid meint, ich müsste mich noch ausruhen. Wenn sie sieht, dass ich mich übernehme, wird sie sauer. Du würdest helfen? Olara, du bist ein Lebensretter. Ich weiß, dass es ein paar Kisten mit Kleidung, Ausrüstung und anderen Dingen irgendwie auf den Hof gibt. Keiner hat mehr Interesse an diesen Dingern, aber darunter befinden sich einige Menge schöner Sachen und ich könnte sie sicherlich gut verkaufen. Wenn du die Kiste findest und herbringen könntest, hätte ich etwas, womit ich für den Anfang arbeiten könnte. Okay, sehr gerne. Oh, Madison hat jetzt auch was für uns. Und der Einsiedler, mit dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu tun habe, bestimmt. Aber ich mache jetzt erstmal schnell die Quest fertig, bevor ich da mit Madison rede. So, hinten ist auch noch eine Kiste. Dann sammeln wir mal noch schnell die ein. Und dann sind es jetzt noch zwei, dort hinten ist noch eine drinne. So. Okay, da war noch eine. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück und sagen denen, dass wir alle Kisten haben. Ja, ja, ist ja gut. Alle Kisten geholt haben. So. Die sehen genauso aus wie die Kisten, an die ich gedacht habe. Gute Arbeit. Dankeschön. Hättest du etwas dagegen, mir noch ein wenig weiter zu helfen? Wenn ich jetzt mit der Arbeit anfange, wird Sigrid mir das Leben zur Hölle machen. Jede Wette. Du hilfst, das hört man gerne. Tausend Dank. Wenn du die Kisten öffnest und darüber auf und da drüben aufstehen könntest, ich glaube, darin sollten sich doch ein paar Stangen und andere Materialien befinden. Wenn du das aufbauen könntest, sieht das bestimmt schon eine Art Laden aus. Das wird super, ja. Gut, dazu steige ich aber mal ab. Ich glaube, dazu muss ich sowieso absteigen. Hier Laden Nummer 1. Und dann dort Laden Nummer 2. Laden Nummer 3 und dann dort hinten holt Laden Nummer 4 hin. Sehr schön. Und dann schnell wieder aufs Pferd und wieder mit ihnen reden. So, der sieht fantastisch aus. Mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen. Ich denke nicht, dass ich den ganzen Tag hier sein werde und Sachen verkaufen werde. Es ist nicht wirklich bereichert, den ganzen Tag hier zu stehen und zu warten, dass die Leute kommen. Naja, nein. Uns muss etwas anderes einfallen. Ich glaube, ich hab's. Die Menschen in der Gegend sind herzlicher Natur. Diebe gibt es hier keine. Vielleicht reicht es aus, eine kleine Kiste aufzustellen, in die Leute Geld legen können, wenn sie etwas kaufen. Das wäre perfekt, findest du nicht? Du verteilst diese Kisten und legst sie jeweils direkt neben die Läden. Dann sind sie fertig. Ui, ich bekomme einen neuen Sattel. Das hört sich auch gut an.
Habe ich endlich mal nur einen Sattel fürs Pferd. So, Kiste Nummer 1. Ja gut, aber wenn die ja alle so ehrlich sind, dann ist es ja kein Problem. Die Frage ist, da die Sachen ja teilweise ganz schön teuer sind, werden die Kisten ganz schnell leer werden. Es sei denn, also Magic-Kisten, in die extrem viel Zeug reinpasst. Das kann natürlich auch sein. So, dann sind wir fertig. Schau dir das nur an. Was für ein schönes Läden wir haben. Richtig hübsch. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass jemand vorbeikommt und ein paar Dinge kauft. Was dann wahrscheinlich ich sein werde. Danke für alles. Ich habe den Kisten gucken, das hier gefunden. Ich glaube, das passt perfekt zu dir. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh, Sattel. Sehr schön. Hier, bitteschön. Ja, doch. Geschwindigkeit 3. Wow. Okay, dann kann ich diesen Sattel hier verkaufen. Diese Anfangsdinger braucht sowieso keiner. Dann könnte ich ja mal gucken, was es hier gibt, eventuell. Ich muss auch ein paar Level aufsteigen. Ja gut, so schön sehen die Sachen jetzt ja auch nicht aus, aber ich gucke trotzdem mal weiter, bevor ich mit Madison rede. So, hier ist die Pferdeausrüstung. Hatte ich das irgendwie von der... Ja, sehr schön von der Seite aus. Die Satteldecken könnten auch mal... Aber die sind alle so teuer. Das ist ja unglaublich, wie viel das Zeug kostet. Also dafür können wir uns auf jeden Fall nichts leisten. Dafür könnten wir vielleicht kaufen. Die Decke ist jetzt auch nicht die schönste. Aber gut, dann lassen wir das dann erstmal. Und wo da hinten ist noch was, da können wir auch nochmal schnell hingucken. Ja. Ernsthaft jetzt so? Ja, obwohl das T-Shirt ist schon schön. Die Hose eigentlich auch. Also hier gibt es ein paar schöne Dinge eigentlich. Die man dann durchaus mal überlegen könnte, wenn man da mal genug Geld haben sollte, zu kaufen. Was aber noch ein bisschen dauern wird. So, Madison. Hallo Lara, klar weiß ich, woher du bist. Erinnerst du dich ja nicht an mich? Du hast mir und meiner Familie geholfen, von der Trollinsel zu kommen. Ha, ich hatte Glück, dass du gekommen bist. Papa ist schon fast wahnsinnig geworden. Leider haben wir es nie geschafft, ein Floß zu bauen, wie Oma es von uns gewollt hätte. Jedenfalls danke. Du, ich habe ein super cooles Spiel auf meiner Gemo-Maschine. Hast du mal Lust, auf meiner Gemo-Maschine zu spielen? Nicht? Das ist das neueste Modell, was Spiele angeht. Eine Spiele-Emulatoren-Musik-Optimierungsmaschine. Cooler Name, oder? Aha, ja. Du kannst Musik hören, im Netz surfen und Spiele spielen. Man kann eine Menge damit machen. Hm. Ich hatte den Gemo eben noch in meiner Tasche gesehen. Oh. Aber natürlich, ich habe ihn auf der Farm gelassen, als Opa wollte, dass ich mit dem Boot fahre. Ich muss ihn erst finden, dann kann ich es dir zeigen, okay? Was? Du willst mir helfen? Siehst du mein Lächeln? Vielen Dank! Cool, jetzt kann ich dieses Teil suchen gehen. Dazu steige ich ab. Bin ich, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt mit dem Pferdchen durch diese ganzen Dinger durchlaufe. Das dauert nur zu lange. Hier ist auf jeden Fall nicht... Ich gehe erstmal hinterm Haus gucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber... Lag das Teil? Ja, hier glitzert was. Okay, ich habe aber nichts gefunden. Nein, doch nicht. Vielleicht dorthin. Nope, auch nichts. Ui, sie hat auch was für mich. Okay, also sie haben einige ein paar Aufgaben für mich. Ist hier irgendwas drin? Nope. Dann laufe ich mal hier hinten lang. Ich suche Glitzersachen. Hier ist noch welche. Hier ist aber leider auch nichts. Dann halt hinten im Feld. Ist hier irgendwas? Nope. Fast. Dann gucken wir doch mal. Da hinten ist dann noch das letzte. Ah, ich denke, da wird das dann auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass Madison dort war. Ja.
Dann gehen wir zu ihr zurück und sagen ihr, dass wir leider nichts gefunden haben. Wir sind den ganzen Hof abgelaufen. Ernsthaft. Hallo. Du hast ihn auch nicht gefunden? Ich wollte dir so gerne mein super cooles neues Spielzeug zeigen. Könnte ich bitte mit dir reden? Ja. Aber schau mal, eine der Hennen hat meine Gemo-Maschine bei den Kopfhörern gepackt und sie mit sich gezogen. Wie lustig das aussieht. Du, wir müssen sie fangen. Auftrag, fange die Henne. Startet jetzt. Agent Lara, willst du Agent Lara heißen? Klingt das cool? Du könntest so heißen und ich heiße Kommandeur, weil das so cool klingt. Hallo. Aha, okay. Unser Ziel ist es, Henne Samara zu fangen. Welche für eine geheime und üble Organisation arbeitet. Unser Ziel wird es sein, die wertvolle Gegenstände, die Samara gestohlen hat, und die ganze Welt zerstören könnte, wiederzubekommen. Agent Lara, deine Aufgabe ist es, dich an Samara anzuschleichen und zu versuchen, die magische Gemo zurückzuholen. Ich sehe zu, dass Samara nicht fliegen kann. Denn wenn sie flieht, ist der gemeinsame Planet hoffnungsvoll verloren. Der gesamte Planet? Okay, Agent Lara, bist du bereit, die Welt zu retten? Juhu! So, wer ist denn die Henne? Wie soll ich laufen? Das würde ich immer gern wissen, welche Henne das hier ist. Madison, welches der Hühner ist das denn? Die sehen alle so gleich aus. Ernsthaft, hier ist keine Henne. Welche deine Henne ist es denn? Hier ist noch eine, aber nein. Welche Henne ist es? Ja, und welche ist es? Das wäre auch ganz nett zu wissen, denn ich sehe hier auch keine wirklich. Ich glaube, ich muss die Quest nochmal kurz abbrechen. Nehmt ihr nochmal an, vielleicht war ja gerade irgendwas komisch. Mal gucken. Ja. Nope, doch nicht. Hallo, Johannes, beruhigt. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Du kannst mir beruhigt sagen, was das für welche Henne das hier ist, weil ich habe echt keine Ahnung. Ach, da hinten. Ernsthaft. Ernsthaft? Ich war doch voll langsam. Bleib stehen! Ah, sehr schön. Ich habe das Huhn erfolgreich gefangen und kann das jetzt Madison zurückbringen. Habe ich jetzt echt einen Hund im Inventar? Nee, noch so links, okay. Haha, du hast sie gefangen. Ich habe solche Bauchschmerzen verlachen. Wir sollten das irgendwie irgendwann wiederholen. Oh, scheint es, als ob mein Gemo am Bein der Henne Samara etwas unter ihrem kleinen Ausflug gelitten hätte. Ich bekomme ihn nicht mehr an. Blödes Huhn. Du willst versuchen, ihn zu reparieren? Oh, du bist scheinbar die Königin allwissend, oder? Ich weiß, dass du nicht versprochen hast, ihn zu reparieren, aber es ist super nett von dir, dass du dich darum kümmern möchtest. Ich sehe mal zu der Musik wippt. Lass uns aber so tun, als ob das eine ganz, ob das ganz eine OP ist und du den Gamer operieren musst. Du bist der Meisterchirurg, und ich bin deine Assistentin. Wir haben Gemo gerade erst in die Notaufnahme eingeliefert können.
Ein Wesen, welches schreckliche Verletzungen erlitten hat. Komm schon, Dr. Lara, wir schaffen das. Okay. Dann reparieren wir das Teil mal. Okay. So ein kleines Quick-Time-Event. Was habe ich jetzt verhauen? Ah, verdammt. Aber die Operation ist erfolgreich abgeschlossen, hoffentlich. Er hat nicht funktioniert. Am besten halten wir eine Schweigeminute für Gemo. Du hast tapfer bis zum Schluss gekämpft, Gemo. Mach's gut. Sei nicht traurig. Ich habe eine andere, die wir Gemo reparieren können. Wie ich sage, ich habe eine Idee, wie wir Gemo reparieren können. Es gibt einen Zauberer, der in einem unsichtbaren Teil lebt. Und es gibt nur eine Person, die jemals dort war, und das bin ich. Okay, es ist nicht wirklich ein Zauberer. Er ist einer meiner besten Freunde, der dort lebt. Er ist der Einsiedler, versteckt sich vor allen und behält alles für sich. Aber er ist gut im Reparieren von Dingen. Er kann sogar sehr gut mit Pferden umgehen. Er wird Gemo ganz sicher reparieren können. Ich wäre gerne mit dir gekommen, um ihn zu sehen, aber ich habe meiner Oma versprochen, dass ich im Leuchtturm aufhelfe. Aber ich erkläre dir, wie man dorthin kommt. Da drüben siehst du einen. Oh, nee, komm, diese Beschreibung will ich mir nicht durchlesen, das sehe ich auf der Karte. Na gut, aber ich würde sagen, zum Einsiedler reiten wir dann erst in der nächsten Folge, denn ich mache jetzt hier erstmal wieder eine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.